So, aber dabei belassen wir es natürlich nicht. Vanedo hatten wir gerade. Ich nehme jetzt einfach mal Hex. Fürchte die Finsternis. Und die sind alle schon wirklich unterschiedlich geskillt und gelevelt. Na gut, Level 5 ist jetzt wirklich nicht die Welt. Weil ich ja letztens unterwegs war. Mehrere Tage und da habe ich halt mit ein paar Kumpels und so weiter gezockt. Und da haben wir halt die ein oder anderen auch verbessert. Etc. Weil die kannten das wirklich alle noch nicht und die wollten dann auch mal sehen, wie das aussieht mit den Verbesserungen, mit den Leveln. Und warum sollte ich denen das denn nicht mal zeigen? Huch, ganz runter, los! So, genau, und dann können wir wieder über die Brücke, sofern wir nicht in die Licht, in die Elektrodinger da rein rasen, wie ein paar Oschis. Aber das, nö, da kann ich hin. Okay, was soll das hier? Keine Gegner, dafür Sonnenbockmist hier. Aua! Autsch! So, hier kann ich stehen. Doch nicht. Aber hier, okay. Und ein Schlossritzel mit einem versteckten Seelenstein. Und ich glaube, es ist auch für den Bouncer. So, ich drehe erstmal immer so rum. Dann einmal so rum. Und wenn wir dann auch nochmal ins Grüne kommen, und zwar so, dann haben wir es auch schon gelöst. Nee, haben wir noch gar nicht. Haben wir doch. Haben wir doch. Schwupps, und Zug 11. Perfekt. Okay, jetzt haben wir uns den Seelenstein für den Bouncer. Der ein bisschen ungewohnt aussieht, gegenüber meinem Legendary Bouncer. Seelenstein für Bouncer. Fäuste der Vernichtung. Und den Trailer schauen wir uns natürlich nicht an. Weil wie Bouncer stirbt, haben wir gerade schon gesehen. Och nee. Und wir haben nur zwei Schädel. Ach du Mist, ey. Ich weiß jetzt nur nicht, ob der mit seinen Ranken... Natürlich kann er hier runterschießen, was? Nee, oder? Warum kann er das? Okay, aber das geht immer direkt am Zaun gegen. Das lenkt hier unten wohl nicht. Das ist ganz gut. So, und ich glaube, jetzt können wir auch zwei aufladen. Jo. So, nochmal zwei. Also, es tut mir leid, wenn es gerade ein bisschen schäbig aussieht, was ich hier gerade mache. Aber wie soll ich denn gegen zwei Bäume da oben aushalten? Mal ehrlich. So, so viel kannst du doch gar nicht mehr aushalten. Anscheinend kann er doch mehr aushalten, als ich denke. Ah. So, jetzt hat er aufgegeben. Okay. Und dann müssen wir uns noch um den da hinten kümmern. Okay, erstmal den Zombie-Spucker. Ich glaube, hier oben rechts kann man auch noch lang gehen. Ich weiß aber nicht mehr, ob was es hier gab und ob es überhaupt was gab. Doch, es gab hier die Schriftrolle. Okay. Das war ja damals so mein Fluchtort für die beiden Bäume. Da bin ich ja hier mal reingelaufen. Heute geht's ein bisschen anders voran. Onk und ein Totem. Wer ist Onk? Das erfahren wir nicht jetzt. Da lacht Hex auch erstmal eine Runde. Naja. Okay. Und dann gucken wir mal, ob wir die anderen Baum da hinten auch irgendwie wegkriegen. Rindenteufel oder wie der heißt. Weg mit euch. Was ist euch denn nicht ganz richtig? Am liebsten wäre mir natürlich, wenn ich den auch rausgelockt kriege wie den anderen da eben. Und mit der ähnlichen Taktik besiege. Ist doch den Jumpy. Weil das war ja schon ganz gut. Das war ja schon halbwegs das Optimalste, was wir hier machen können. So, ich habe ihn ja recht weit schon. Ach, da oben ist eh so ein Bombenwerfer. Den brauchen wir ja dann nicht mehr. So, der ist noch nicht weit genug am Rand. Deswegen gehen seine Angriffe noch nicht nach unten. Nein! Hat das Hex auch so langsam ist, wenn sie es dann einsetzt. Wen könnten wir jetzt nehmen? Ich nehme mal Sonic Boom. Volles Gekreische voraus. So. Und dann lassen wir die Arbeit mal die Vögelchen machen. Ich glaube, die sind auch schon vier Stück. Habe ich die jetzt schon geskillt? Puh. Macht er den 412 Schaden? Gibt's doch gar nicht, ey.
Aber wenigstens lässt er uns dann in Ruhe, wenn er die angreift. Müssen wir halt ein Opfer bringen in Form von kleinen Vögelchen. Ach nee, das war ja auch noch. So, fokussiert er auch die Kleinen? Sieht so aus. Okay, es sieht nicht so aus. Nein, es sieht gar nicht danach aus. Oder doch? Ich weiß es nicht. Ich muss halt trotzdem aufpassen. Gerade mit seinem Nahkampfangriff. Doch, er greift die Kleinen an, okay. Und dass die ja auch fünfmal so viel aushalten wie ich. Nein, Spaß. Die weiß nicht, wie viel die aushalten. Auf jeden Fall viel. Sonst wären die viel schneller down gewesen. So, haben wir jetzt noch hier irgendwo ein Versteck? Ich weiß gerade gar nicht. Ich gehe erstmal voran. Es sieht nicht so aus, als wenn hier ein Versteckchen ist. Beziehungsweise noch nicht. So, mal wieder ein paar Vögelchen aus den Eiern hauen. Greift ihn an! Oder er läuft einfach weg. So, ich kann hier nochmal kurz wachsen lassen. Ich weiß gar nicht, was das bringt, wenn die wachsen. Weil ihr seht ja, die wachsen jetzt ein bisschen und jetzt kriegen sie noch Flügel. Ich meine, das mit den Flügeln ist klar, dann fliegen die mit mir angeblich. Flatter, 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 flatter. Sind dann wahrscheinlich auch ein bisschen schneller. Aber was hat das mit dem Wachsen auf sich? Machen die dann mehr Schaden und halten mehr aus, oder? Das wisst ihr doch bestimmt auch. Ich kann ja eigentlich das Glykotronrad holen, während meine Kleinen da das machen. Warum eigentlich nicht? Gesundheitsglücksrad. So. Und wenn ihr euch manchmal wundert, dass kurz bei mir Pause ist, dann ist es einfach, weil ich ein lautes Husten rausschneide aus der Audiospur. Weil es geht gerade nicht anders. Es geht gerade nicht anders. Es ist echt schlimm mit mir. Oh Gott, der macht hier One-Hit. Das ist kein Wunder, dass ich hier keine Chance habe mit den Vögeln. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na gut, weiter geht's. Der Strahl kann's alle machen. Verlieren wir halt ein paar mehr, können wir nicht ändern. Ja, und wir spawnen halt und kriegen direkt fast einen 200er Hit rein. So wie sich das gehört. So, hier gibt's bestimmt wieder ein Schlossrätsel, jawohl. Schätze fehlen uns bestimmt noch ein paar im Level. Müssen wir auch gucken, wie viel wir da jetzt finden und wie viel nicht. Auf damit! Und das ist... Naja, es ist okay. Jetzt nichts Atemberaubendes, aber okay. Hm, naja. Wozu auch immer das orange Loch jetzt so notwendig war. Guti, weiter geht's mit dem Rungeklopper. Die pennen hier alle wohl noch? Können wir noch nicht zerstören oder irgendwas? Jetzt. Bam. Dann die kleinen Helis da oben noch. Oder Schlag drauf. Gut gemacht. Ja, das können wir eigentlich auch mal einsetzen, oder? Ich weiß noch nicht wann und wo. Sie alle ab. Bam. Ja, klasse, und er lebt noch. Was soll das denn? Der wendet, um nochmal anzugreifen. Schalte ihn aus. Wer wendet? Wer wendet? Ich weiß nicht, wer wendet denn hier? Hey, da ist noch einer dieser großen Roboter. Okay. Der weiß wohl nicht, mit wem er es zu tun hat. Was? Na, mit mir natürlich. Autsch. 2 HP-Leiste, nach dahin ist der nächste. Okay, packen wir natürlich. Denke ich mal. Wir müssen auf unsere HP-Anzeige achten. Jetzt sind es schon 74% nur. Aber die Kollegen, die sind ja mit 3 Schlägen erledigt. Nummer 3. So. Und dann kannst du zum nächsten kommen. Okay. Hau rein jetzt. Los. Dann warte auch nicht so lange. Jetzt. Okay. Und einmal noch. Auf den Kopf. Kämpf gegen die Besten, dann endest du mit den Resten. Schieß auf den Helikopter. Nein, nein. Aua. 58 nur noch. Eieieiei. Okay, ich soll das Schießen auf jeden Fall mitnutzen.
und nicht immer nur hier nur rumboxen. Dafür hat die Box-Angriffsgeschwindigkeit zu lange Cooldown. Und mit dem Schießen, es geht ja auch. Und ich glaube, wir sind jetzt auch eh schon da. Die geheime Kammer der Geheimnisse. Die gar nicht so geheime Kammer der archaeanischen Geheimnisse. Genau, da wollten wir nicht hin, das war unser Ziel. Und dort sind wir auch angekommen. Da ein Funkel wieder ein Farbeimer. Und ich glaube, Auric sitzt doch hier auch irgendwo, ne? Jawohl. Ohne Tresen, aber er ist da. Ja, ja, es war weise, mich aufzusuchen. Zeig doch mal her. Irgendwas Nützliches? Duellmodus-Arena? Nö. Hüte? Ultron? Ja, wie gesagt, wir werden in dem ganzen Spielverlauf eh nochmal Himmelsteine spielen müssen. Und da wir jetzt momentan nicht spielen und uns Steine erspielen, sozusagen, müssen wir die halt beim Shop nehmen. Wenn wir da immer ein bisschen viel Geld für ausgeben, hilft ja nichts. So, da haben wir hier eine neue Lackierung gefunden für unser Schiff. Streifen-Ahoi-Lackierung. Und 100 Gold dafür bekommen. Haben wir die 1000, haben wir die fast wieder raus. Nicht so, nee, ich weiß. So, drehen wir runter. Damit wir uns hier wieder durchangeln können. Stimme einfach mal rein. Ich weiß noch gar nicht, wie mir geschieht, um ehrlich zu sein. Ich glaube so. Okay. Und das nächste. Der war aus. Ich gehe einfach mal rein. Aua. 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 Ach, hier geht's lang. Okay. Na gut. So, viele geheim. Da unten ist noch ein Weg. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, wie komme ich da denn hin? Habe ich fast übersehen. Ist auf jeden Fall. Naja, irgendein Elementar-Tor sollte es sein und ein Technologie-Skyliner. Und da haben wir natürlich den Robot dabei. Unseren High-Skilled-Robot. Leider vom Level noch nicht High-Skilled, aber der hat schon ordentlich was auf der Kante. So, wie hat das denn jetzt funktioniert hier? Okay. Dann ist ein Flügelsaphir. Was ist hier denn jetzt eigentlich? Ein Schlüssel? Alright. Und da kommen wir jetzt aber erstmal nicht ran. Weil dann glaube ich, können wir nur erstmal das machen. Ah, und das bringt uns alles nichts. Da müssen wir erstmal rüber und dann müssen wir den Flügelsaphir irgendwie von der anderen Seite nachher holen. So, und zwar, wie machen wir das am besten? Aber dann komme ich immer noch nicht an die Flügelsaphir, ne? Hier komme ich doch nicht drum, ne? Dann muss ich das Ding vielleicht nochmal drehen können von hier. Das wäre optimal. Jawohl. Flügelsaphir, ich komme zu dir. So. Ein neuer Flügelsaphir. Der hat uns wieder 2% Rabatt bei Persephone ermöglicht. Du hast einen Glücksbringer gefunden. Flügelsaphir. Sehen wir überhaupt im Menü, wie viele wir da haben? Ich glaube, bei Sammlung Glücksbringer, nee. Sehen wir wohl nicht. Schriftrollen ist natürlich auch Quatsch. Ich dachte, das sieht man vielleicht hier, aber ist nicht so. Na gut, dann geht's erstmal weiter.